Hi, wir machen jetzt einen neuen Part, weil das so lustig ist. Ich finde das lustig, oder? Damit kann man seine Ja. Zeit super vertreiben. Und diesmal ein Chatten spielen und Co. Welcher Internettyp bist du? Weil ich stehe auf diese Bravo-Tests, weil die sind total gut. Pro Tag bist du etwa wie lange unterwegs? Online unterwegs, maximal eine halbe Stunde, um Mails und Facebook, Instagram zu checken. Schon etwa 1 bis 2 Stunden Minimum. Kommt drauf an, welche Seiten ich gerade unterwegs bin. Oh! Eine halbe Stunde und 2 Stunden nicht zutrifft, nehmen wir mal das letzte, weil Oh! Porno. Hand aufs Herz, wie viele Facebook-Freunde, Follower und Co. hast du auf Social-Plattformen? Irgendwas zwischen 50, 200, über 200, nur wirklich wichtige Leute. Irgendwas zwischen 50 und 200. Ich hab das hier. Ja, weil ich keine echten Freunde habe. Und im Ja, echten ich auch Leben. nicht. Und im echten Leben hast du schon mal ein Treffen mit Freunden abgesagt, weil du lieber weiter online sein wolltest. Ja, schon ein paar Mal, maximal einmal ist das so gewesen. Nein, das Real Life ist dann doch wichtiger. Ja, schon ein paar Mal. Du Assi, Alter, mit dir will ich nicht befreundet sein. Wenn du unterwegs bist, gehst du wie online. Mit meinem Smartphone, mit meinem Tablet, Internetstick, mit Wi-Fi im Café oder Hotspot. Mit meinem Smartphone. Ey, wir waren so gestern mal real, ne? Ich so, ey, Moment, wir müssen erstmal stehen bleiben, ich muss mich erstmal hier im WLAN anmelden. Beim Obi hast du Free WLAN, das ist richtig geil. Was? Beim Obi hast du einfach freies WLAN, das ist richtig, richtig chillig. Hast du auch bei Meckes? Habe ich noch nicht ausprobiert. Du sitzt am PC, Laptop und dein Handy klingelt. Was machst du? Du hast Zeit, erstmal muss ich das Level schaffen. Ich schaue, ob es wer Wichtiges ist, chatte dann aber weiter. Ich gehe schon ran, ist eh gerade nicht so spannend im Web. Das in der Mitte. Für mich ist es das Erste, ich muss erstmal das Level schaffen. Hier steht vor, du bist bei Mario und dann ruft dich wer an. Ja, gut, es ist ja auch was anderes, wenn ich jetzt auf MSP bin oder so, ne? Ja. Dann glotze ich schon mal Smartphone-Check, drauf. welches Modell ist deins? Älteres iPhone, Samsung Galaxy oder irgendein anderes cooles Smartphone? Ziemlich günstiges Smartphone oder Handy? Natürlich iPhone 6. Galaxy. Ja, habe ich auch. Oh yeah. Ich habe das S5. Endlich Ferientime, nicht Ferienzeit, nein, Ferientime. Oh mein Gott, wir müssen nachher mal die Dr. Sommer-Fragen durchlesen. Als Das ist extra immer. Part natürlich, sehe ich gerade da so dick oben, siehst du auch, ne? Du Ja. kannst einmal mindestens einen Tag nicht online gehen, du bist voll genervt, schließlich flirtest du auf Facebook gerade mit einem süßen Boy oder Girl. Bist unruhig, schließlich führst du gerade das Ranking bei deinem Lieblingsgame. Findest du es okay? Gibt auch noch andere Sachen zum Ablenken. Das in der Mitte. Oh, mein Handy ist mir gerade runtergefallen. Und mein Mikrofon Opfer. steckt mir gerade in der Nase. Online sein bedeutet für dich Fun, Action und Abtauchen, Vernetzung und Kontakt mit anderen, Infos und Ablenkung finden. Irgendwie alles drei zusammen. Ich würde eher sagen, ja, dann würde ich aber eher schon sagen, Vernetzung und Kontakt mit anderen. Bei mir zumindest. Ja, nimm Weil das. MSP habe ich so gute Freunde, so. Und Assis. Ganz ehrlich, verbringst du so viel Zeit im Web, dass die Schule und Hausaufgaben manchmal zu kurz kommen? Ja, nicht. Denn meist mache ich erst Hausaufgaben und bin nur kurz nebenbei online. Nö, das Netz macht Hausaufgaben. Referat und Co., das ist doch viel easier. Kann schon sein, wenn ich mal wieder so eine Online-Phase habe, dann bin ich schon schwer wegzukriegen. Oh, bei mir ist es das Letzte. Eher nicht. Ich mache meine Hausaufgaben nach der Schule, weil ich fast keine auf habe in meiner Klasse, also von daher. Was für eine Schule gehst du? Hauptschule. Aber Hauptschule. auf den M irgendwas. Ich habe auf der Realschule auch keine gekriegt. Und dann auf dem Gymnasium der Schock. Zack, gleich am ersten Tag Hausaufgaben. Naja, am zweiten. Du bist der Kommunikative. Selfies upload, Post kommentieren mit einer Quatschen und. Oh, ich lese das nicht alles vor. 22,2% der Spieler. Und der Chiller. Also mal ganz ehrlich hier, ne? Ich bin ein Gamer. Oh. Ich bin YouTuber.
Dein Geschlecht weiblich. Sag ich nicht. Hallo! Deine Haarfarbe. Braun. Ich probiere gerne mal was Neues aus Blond und was mit Schwarz. Was ist deine schwarze Haare hat? Ja, eben. Ich probiere einfach mal was Neues aus hier. Ich habe auch schon grün, also von daher. Ich hatte auch grün, aber unabsichtlich. Ich baue aber nie beabsichtigt. Was machst du in deiner Freizeit? Mit der Clique treffen und abhängig probiere Make-up treffen? Naja, das wahrscheinlich nicht. Longboard fahren und mit meinen Freunden Zeit verbringen. Eigentlich nichts. Wahrscheinlich eher, ja. Mach einfach weiter. Das geht nicht. Ey, Ficking? Ich mach da nichts. Ich bleib in der Ups, du musst deine Antwort an. Ja, was denn doch am meisten? Okay, dann nimm das erste. Hast du ein Longboard? Nee, ne? Ich hab kein Longboard, nein. Aber ich hab mich damit erst gemault, hab so einen schönen Spagat gemacht. Bin trotzdem in den Heidepark gefahren, ich weiß nicht, zu meiner Mutter. Ja, mir geht's gut. Du bist immer mitten im Geschehen, der sympathische Typ, das sympathische Mädel von ihm an. Für jeden Spaß, du musst für jeden Spaß haben, oder? Ja, ich auch. Also außer es geht ganz weit, zu weit. Welche Videos guckst du am liebsten auf YouTube? Beauty-Videos, Girls-Kram halt, witzige Videos, Tags, Challenges und so weiter sind voll mein Ding. Eigentlich so 10 Faktenzeug, ich weiß es nicht, was ja, das ist. Ja, witzige Videos dann, oder? Ja. Ich guck gern Legendaria, also Jane Aria. Kennst du Creepypasta Punch? Yep. Das schaue ich mir an. Hand aufs Herz, hast du selbst schon mal ein YouTube-Video gedreht? Ich hatte mal die Idee zu einem Tutorial, hab's dann aber doch gelassen. Logo zusammen mit meinen Kumpels, nee, bisher noch nicht. Nee. Ich mach Musikvideos. Ist ja indirekt, ne, eher, ne? Du bist ja bei mir dabei, aber das zählt nicht, ne? Nee. Nicht ganz. Du bist zu 50% YTT. What? Das ist zu 33,3 bist du Bibis Beauty Palace. Alter, vergiss es. 16,7, Dagi und Lion. Oh, jetzt muss ich leider den auch nochmal machen. Das interessiert dich jetzt auch, was ich bin, ne? Ey, mir wird gleich schlecht, ey. Dagi und so, ne. Bei dem Ergebnis interessiert es dich doch auch, wer ich bin, oder? Oh ja. Okay. Aber ich kann dir versichern, dass ich nicht Dagi bin. Ich bin weiblich. Meine Haarfarbe, ich probiere auch gern was Neues aus, weil ich hab sie gefärbt. Longboard fahren und mit meinen Freunden abhängen. Du bist... Ich bin aber mehr der Sympathische, weil ich bin wirklich nicht für alles zu haben, also. Ja, ich bin auch nicht für alles zu haben, wenn es danach geht, ne? das hier? Aber nur 33,3. White City. Ey, auch nur 33,3. Ey, man hat doch nur die 3 zur Kategorie oder Auswahl. Kann das schon sein, ich oder? Ich hab 33,3 bei Sieh dir die doch allein mal an, sieh sie dir an. Ich glaub, oh, ich schicke dich gleich. Sieht aus wie so eine. Sieht aus, als würde die mit jedem. Wenn jemand etwas befiehlt, ist es dir egal, bist du genervt, lässt dir aber nichts anwerten, machst du es, um dazu zu lernen. Ist mir egal. Kannst du einen Hummer unfallfrei essen? Weiß nicht, aber sowas Ekeliges mache ich eh nicht. Natürlich, mit ein bisschen Übung kriege ich dich hin. Hummer. Das Wort Staatsempfang klingt für dich, wie Folter, nach interessanten Begegnungen, nach einer großen Show, bei der man ein schickes Abendkleid trägt. Folter. Ja. Folter. Ich stehe auf Foltern. Was fällt dir besonders leicht? Auf andere einzugehen und mich anzupassen, mit Stress umzugehen und ob optimistisch zu bleiben, das Leben zu genießen und anderen zu helfen. Also das, was dir leicht fällt. Ich genieße mein Leben. Was wäre deine erste Amtshandlung als Prinzessin? Meine Angestellten fragen, was anliegt? Eine Megaparty für alle. Mit der Kutsche durch mein Reich fahren. Alter, das zweite bei mir. Das zweite und dann verpiss ich mich. Das steht da leider nicht. Definiere mal das erste. Ja, die Angestellten fragen, was gemacht werden muss. Eine Megaparty. Ich würde eine Megaparty schmeißen und mich zurückziehen. Ja, ne? Zurückhaltung heißt für dich, andere die Arbeit machen zu lassen. Unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ja. Ja, gibt's nicht. Unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren, obwohl eigentlich nichts zutrifft, aber scheiß drauf. Du hast gerade mein Headset. Was würdest du am Prinzessinnen-Dasein hassen? Ständig fotografiert zu werden? Eigentlich nichts. Nicht das tragen zu dürfen, worauf ich Bock habe. Wahrscheinlich das, ne? Ja. So ein Metal-Shirt ist ein bisschen schlecht, glaube ich.
Jetzt zum Prinzen. Dein Traumboy ist leidenschaftlich und liebt mich so, wie ich bin. Ist verantwortungsvoll. Zeigt mir die große Welt. Also, ich weiß es nicht. Mein Ehemann, ne? Weder noch. Zeigt dir die große, weite Welt, würde ich sagen. Nee, er ist leidenschaftlich. Du sollst die Familie besser repräsentieren. Wie reagierst du? Ich versuche, meine Eltern mit Argumenten zu überzeugen. Ich setze meinen Willen durch, egal wie. Vielleicht haben sie ja recht. Ich setze meinen Willen durch. Hallo? Oh, du Assi. Ich will so. Also, da sagst du kein Selbstbewusstsein. Du bist zu 77,8% Party Princess wie Bea. Ist das? Kenn die nicht mal, aber gut. Das steht nicht mal hier. Das steht nicht mal irgendwie von Schweden oder was weiß ich, wo die herkommen. Ja, die kommt aus Schweden. Ja? Also vom Bild her. Victoria da, die hier, ne? Ja, aber da steht. 11,1% und 11,1% wie Kate. Gar nicht so viel wahrscheinlich. Ja. Wie oft hängst du ein Handy oder Laptop? Immer. Ja, ich muss doch wissen, wie es bei Farbe läuft. Was? Ich muss doch wissen, wie es bei Farbe läuft, was bei uns MSP ist natürlich. Was machst du, wenn du online bist? Bei H&M Sachen bestellen oder auf Kleiderkreise gucken? Ich nutze WhatsApp, Snapchat und sowas. Ja. Liga spielen oder YouTube-Videos anschauen. Jetzt eigentlich das zweite und das dritte, also nimm mal das dritte. Weißt du, wer Batman ist? Ein Superheld, der was mit Fledermäusen zu tun hat, Bruce Wayne, Milliardär, der fliegt der Justice League, irgendein komischer Kerl in Schulbus. Also meine Meinung davon, ne? Das ist schon das dritte, aber ich weiß, wer es ist. Deine absolute Lieblingssendung ist How I Met Your Mother, vor allem wegen Barney, Star Wars, The Clone Wars, möge die Macht mit dir sein, diese Big Bang Theory, auch wenn ich die Witze nicht immer verstehe. Also ich bin eher, Big Bang Theory, aber ich verstehe die Witze. Ja, es ist bei mir aber auch so, aber How I Met Your Mother ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Also nimmst du das wahrscheinlich? Barney ist gut. Komm, wir spielen Candy. Barney ist, warte mal, wer ist Barney? Es ist der Blonde. Ja, Barney ist der Blonde. Im Anzug. Ja, okay. Okay, How I Met Your Mother. Komm, wir spielen Candy Ted. Hallo, Candy Ted. Und dann verschwindet er einfach. Das beste Schulfach ist Physik und Informatik, Philosophie auch, aber das gibt's leider nicht an unserer Schule. Sport, ich bin nicht so ein Kopfmensch, aber Bewegung und Koordination sind genau mein Ding. Ne, Bio, ich weiß gar nicht, warum das so gut läuft, aber ich kann mich nicht beschweren. Bio. Same hier. Ich habe meine Abschlussprüfung in Bio gemacht. Oh. Oh yeah. In welche Klasse gehst du? In die 9. Mit 16? Da bist du aber auch irgendwo gebacken geblieben, oder? Nein, ich bin einfach nur hässlich. Hast du gerade gesagt, du bist eigentlich einfach nur hässlich? Ja. Was hat das damit zu tun? Ich weiß nicht. Hey, du musst doch irgendwo backen geblieben sein. Ich bin nicht 16, ich bin 15. Hey, du bist 15, stimmt. Okay, ich bin 16. Ja, ich bin dreimal backen geblieben. Nächstes Jahr bin ich dreimal backen geblieben. Alter. Ey, jetzt mal ernsthaft, ich bin 15 und schon verheiratet. Respekt. Wo findet man dich Freitagabend? Das ist unterschiedlich, aber meistens beim Feiern auf einer Party, online bei Facebook oder sonst wo. Das war schon. Online bei Facebook? Oder sonst wo im Netz, MSP. Ja. Irgendwo mit Freunden, da muss nicht mal Musik laufen. Nee, das glaube ich nicht, ne? Nee. Auf gar keinen Fall. Mir auch nicht. Woran denkst du, wenn du San Diego hörst? Eine Metropole in Kalifornien, der Sohn von Gwen Stefani, Comic-Con, da wollte ich unbedingt mal hin. Ja, das dritte. Das sagst du nur, weil es da steht. Ja, ich, nicht von beiden, dreien, irgendwas, liegt, aber... in der Regel neben dir in deinem Bett, Bonbonpapier, Kaugummi, Papier, Victoria's Secret... Also alles außer das Victoria's Secret Prospekt bei mir. PlayStation Portable, Wartebuch, Anatomie-Modell, Roman, Handy, Wasserflasche, Zeitschrift. Bei mir eher das erste. Das dritte. Irgendwie so eine Mischung aus dem... nee, das zweite, sorry. Eine Mischung, ne? Bei mir liegt Bonbonpapier, Kaugummi-Papier, Handy, Wasserflasche, Zeitschriften, PlayStation. Naja, also. Ja, also bei mir Wartebuch. Wartebuch, weil bei mir ist alles in einem Zimmer und das Zimmer ist extrem klein. Da liegt das Wartebuch fast neben meinem Bett. Ja, bei mir fliegt so alles rum, so Papierchen und alles. Du bist zu 37,5%. Hä? Was ist das denn? Ich bin ein Hä? Oh, cool. Du bist ein Hä? Für die. Das Geburtstag, wie feierst du ihn? Sind Partys voll dein Ding? Meine Mama wird die Familie zu Kaffee und Kuchen einladen. Ich lade mein BFF ein und wir feiern eine Girls-Fete. Ich schmeiße eine richtige Party und lade coole Mädels und die süßesten Boys ein. Meine Mama. Das ist bei mir eher das zweite. Weder noch eigentlich, aber dann eher das zweite. Hä? Ja, ernsthaft, welcher Mittelschüler verdreht dir den Kopf und hast ein Video getaggt? Ernsthaft? Coole Typ wie Justin Bieber macht das weg. Justin Bieber ist nicht cool, Alter.
Der süße Schüchterne. Der jede Frage beantworten kann und total klug nee, ist. Nee, also. Dann nee, eher noch Justin mal. Bieber, ehrlich gesagt. Ey, mach das mal weg. Das ist. Hier trifft nicht zu. Was soll denn der Scheiß, Alter? Du wolltest das haben. Okay, der witzige Sportfreak? Es werden Teams gewählt. Wann kommst du dran? Kommst du direkt ins Team? Ich bin nie unter den Ersten, aber muss auch nie lange warten. Meistens werde ich ganz zum Schluss ausgewählt. Sport ist nicht mein Ding. Ich komme direkt ins Team. Ich hab's nämlich. Bei mir ist das Zweite. Ja, bei mir ist auch das Zweite. Selbst wenn ich's könnte, werde ich immer rausgewählt. Einfach weil so. Ich die Leute dissen. Das Mädchen wird gedisst. Die wird schon was Dummes gesagt haben, also ist sie selbst schuld. Ich gehe dazwischen, mobben im Binky. Mobben im Binky. Ist richtig uncool. Ich traue mich zwar nicht, was zu sagen, spreche aber mit meinem Lehrer darüber, wenn es keine. Also, das ist so eine Mischung aus dem ersten und dem zweiten. Es kommt halt drauf an, echt so. Mag ich die Person oder mag ich sie nicht? Oder ist sie einfach nur behindert und sagt ständig Scheiße, ne? Dann eher das erste Mal, wenn du mich das nehmen, oder was? Nee, das zweite. Ist ja nicht jeder Scheiße. Mob nehmen. Du willst Mob-Link nehmen. Schau dir You Belong With Me von Taylor Swift an. Welches Girl ist dir ähnlicher? Schüchterne Taylor, die keiner beachtet, oder das coole It-Girl? Das den heißesten Boy der Schule kriegt. Ich bin eher die Schüchterne. Die Coolen in meiner Klasse flirten nie mit mir. Ich finde, dass ich beiden nicht ja, ecklich. Ja, das zweite. Ecklich. Alter, was ist das für Deutsch? Ich nehme einfach immer das mit dem Sprachfehler. Genau so wie du halt. Du bist auch so ein Sprachfehler. Oh yeah. Schulparty, was trägst du für ein Outfit? Bella Thorne zeigt sich gerne im knappen Outfits. Ein knappes Kleid mit High Heels, damit alle Jungs checken, wie heiß ich bin. Blumenshirt und Jeans, also Outfit, das ich auch im Unterricht tragen will. Ein stylisches Top und einen coolen Rock, dazu chillige Chucks. Eher das hier noch als das hier und das hier bei mir. Ja. Aber ich bin absolut nicht der Mensch, der viele Rocks trägt. Ich trage lieber Leggings. Ja. Ja, Leggings. So geile halt Leggings. Ich hab so die Dragon Egg Leggings, ne? Von Game of Thrones. Oh yeah. Oh, also Türkis. Was ein bisschen mehr grün ist. Gehst du gerne zur Schule? Nein, mich nervt der Unterricht total und langweilt mich oft. Ja klar, ich lerne gerne und freue mich schon immer am Wochenende auf Montag. Ja, aber nur weil da meine Freunde sehe. Ich hab keine Freunde. ich glaube das erste. Ich werde hier gerade angeschnaubt von einem erbosten Drachen. Du bist der fleißige Lernfan, sympathische Klassenclown und am wenigsten bist du ein beliebter Trendsetter. Ja, Klassenclown trifft ja auch mega zu. Ich liebe Clowns. Ja, also tschüss.